Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Und ihr seht, ich habe nicht weitergemacht und ich will jetzt auch gar nicht viel weiter quatschen. Ich drücke mal eine beliebige Taste und dann schauen wir mal, was passiert. Na toll. War dann doch nicht so spannend. Ich dachte, ich mache jetzt hier mal den ultimativen Cliffhanger und dann sowas. Na, mal sehen. Aber da kann doch noch ein bisschen was Storylastiges jetzt kommen, oder? Auch wenn ihr selbst schon des Besingens würdig seid, eure Waffen können denen eurer Feinde noch nicht das Wasser reichen. Ei, eure Rüstung ebenfalls, wenn wir schon mal beim Thema sind. Dem stimme ich zu. Nur woher bekomme ich nun neue Ausrüstung? Nun, wir bedürfen besseren Werkzeugs, um euch ordentlich auszustatten, mein Häuptling. Ich hörte sagen über Waffen der Dunkelelfen, geschmiedet aus Kristall. Doch dafür muss man in die Unterwelt, nach Dwergheim. Lass mich raten, sie wohnen in schäbigen Erdlöchern? Aber bedenkt doch die Rüstung, die ich für euch schmieden könnte. Vergaß ich, die Waffen zu erwähnen? Wir alle wissen, wie sehr euch an Waffen gelegen ist. Einverstanden, einverstanden. Für mächtigere Waffen und Rüstung trotze ich jeder Gefahr. Ich habe mir die Freiheit genommen, euch das Portal nach Dwergheim vorzubereiten. Ihr könnt jederzeit fortreisen. Naja, aber durchsucht Dwergheim nach neuem... Was? Material. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, wisst ihr, ich habe eigentlich überlegt, ob wir nicht uns jetzt nochmal neu ausstatten und jetzt kriegen wir sowas angesagt. Naja. Okay, Einhändige. Die war sehr nice. Die hier ist nicht so nice. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall den ganzen Kram hier erstmal weghauen. Zweihändige sowieso. Ups. Genau, wir können ja gleich mal zu ihm gehen. Was kann ich für euch tun? So, Einhändige. Die tragen wir. Die würde ich behalten. Einfach, weil sie geil ist. Und die... ich weiß nicht, ob wir irgendwann die Möglichkeit kriegen, den zu entdingsen. Die war eigentlich auch cool, aber sie bringt uns einfach gar nichts mehr. Komm. Was weg ist, ist weg. So, Bögen und tschüss. Und... ja, gut. Na komm. Legendär davon behalten, Rest erstmal nicht. Wir bringen erstmal das weg, was wir eh nicht behalten wollen würden. Das tragen wir aktuell. Leichte Rüstung. Maximale Gesundheit mal 1,06. Gabenabklingzeit. Naja, leicht. Uiuiui, die ist auf jeden Fall schon mal besser. Die kann weg. Was ist das? Benötigt Stufe, okay, schwerer Schild. Ja, will ich auch aktuell nicht. Die würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ich weiß nicht. Ja, ich bin unentschlossen, ihr merkt's. Rüstung, Zorn. Reflektierter Schaden, nice. Dunkelbla. Nein. 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 Okay. Da haben wir doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen was aussortiert. Wieso Sternchen? Willst du kaufen? Nein. So. Ah, wir können auch nochmal leveln. Sehr nice. Sehr nice. Schön, schön, schön. Gut. Dann, wie war denn das hier? Bist du neu? Nee. Ich könnte mir eigentlich auch mal wieder so eine Herausforderung machen, wa? Wir tragen Angriffsgeschwindigkeit 6%. Der ist auch geil. Ja, geht. Nee. Den hebe ich auf jeden Fall mal auf. Der, ja. Regeneration, Crit Lebensraub. Ja, Lebensraub. Ich glaube, auch wenn er... ja, komm. Rüstwert, Gift, Bewegungsgeschwindigkeit, maximale Gesundheit, den würde ich auch weghauen. Komm, bringt Kohle hier, bringt da unten. Das überlege ich mir noch. Trefferquote und Angriffsgeschwindigkeit, das ist sehr nice. Der ist eigentlich gar nicht so toll. Ha, egal. So, wir tragen Ring mit Blutbonus, Gabenabklingzeit, Dunkel, Ausdauer, okay.
Nein. Resistenz gegen Widrigkeiten, Gabenabklingzeit, okay, das ist nice, ja. Schaden, nur Schwerter. Resistenz, Blut. Naja, nee, komm. Ich bin heute irgendwie in Laune, Zeug loszuwerden. Feuerresistenz, Dunkelresistenz, Blitzresistenz, Lebensraub, Eisresistenz. Ja, der Blutbonus ist nice, aber diese Resistenzen hier, die wären echt schon sehr, sehr interessant. Ich glaube, den tausche ich tatsächlich. Haben wir zwar ein bisschen weniger Blutbonus, ich glaube, dadurch leveln wir ein kleines bisschen weniger. Resistenz gegen Widrigkeiten, Dunkel, Feuer, Blitz. Und Lebensraub ist halt drauf. Ich glaube, den tausche ich. Gut, Beiwerk. Angriffsgeschwindigkeit, ja gut, das ist natürlich... Die brauchen wir uns gar nicht anschauen. Dann können wir... Reflektierter Schaden ist nice. Also alles, was erstmal... So brauchen wir uns gar nicht anschauen. So, was haben wir hier? Feuerresistenz, Gabenabklingzeit. Wir haben Angriffsgeschwindigkeit, ist unglaublich. Crit-Lebensraub ist auch nice. So, was haben wir hier? Schaden, Lebensraub 5, Giftresistenz. Ja, ist nice, aber nein. Also, nein, danke. Verlangsamung ignorieren, auch sehr nett. Reflektierter Schaden, ja, Nur bei niedriger Gesundheit, Regeneration, Crit, Zorn, Angriffsgeschwindigkeit. Okay, die können wir behalten. Heilende Totems. Wir haben drei Ladungen mit 1530, was auch schon sehr nice ist. Okay. Achso, und wir haben maximale Gesundheit 300. Regeneration 2, halt Schaden durch Bindung. Achso. Okay. Ah, Mist. 3, maximale Gesundheit. Ja. Ich glaube, dann haue ich mal den hier weg. Der ist geil. Besser wäre noch der hier. Aber mit 3 natürlich. Komm weg. Ah, komm weg. Egal. So. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Haben wir mal ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. Jetzt würde mich mal interessieren... Ich höre die Runen singen, wenn ihr euch nähert. Kann man... Oh, nee, um Gottes Willen. Kann man hier irgendwie... Nee. Ich habe gehofft, dass man hier irgendwie vielleicht die Runen rauskriegt. Wir wollten den aber aufbessern, ne? War das nicht so? Ich glaube ja, oder? Ah, okay, die Scully mussten wir erst bessern, aufbessern. Braucht ihr einen neuen Talisman? Komm, hau rein. Dann leveln wir hier also auch mal wieder ein bisschen. Helga und... Habt ihr Runen, die ihr zu gravieren wünscht? Und komm. Ist jetzt die Frage, ob wir tatsächlich in unsere neue Waffe... Singen, wenn ihr euch nähert. Gabenschaden, Lebensraub, Angriffsgeschwindigkeit, ob wir die da reinhauen. Ich wäre ja echt geneigt, die hier in unsere neue Waffe reinzuhauen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, das mache ich. Und ich hoffe, ich bereue es nicht. So, was haben wir hier noch an Rüstung? Wir tragen diese Rüstung. Ach ja. Was haben wir hier drin? Wir haben maximale Gesundheit und wir haben Gabenabklingzeit. Hier hätten wir viel mehr Rüstung drauf. Das würde eventuell die maximale Gesundheit kompensieren, würde ich sagen. Und dann Gabenabklingzeit. Haben wir sowas noch? Haben wir hier und haben wir Gabenschaden, Gaben... Ich glaube, das machen wir. Maximale Gesundheit. Wisst ihr was? Ich ziehe das hier auf die Rüstung rüber und dann tauschen wir die Rüstung. Oder? So, dann haben wir die mich mal getauscht. Haben wir ein bisschen mehr Rüstung auf jeden Fall. So, einhändige haben wir jetzt gepimpt. Zweihändige brauchen wir nicht. Rüstung, Helm. Jippet nicht. Gibt's auch nicht. Ring wollten wir noch tauschen. Okay. So, dann tauschen wir mal unseren Ring.
da haben wir gesagt, wir würden den hier nehmen, ne? Genau. Dann gehen wir nochmal durch. Okay, das ist klar. Zweihändig haben wir die noch übrig, wobei wir die eigentlich mittlerweile auch mal weghauen könnten. Weil vom Schaden her, den die machen, die sind eigentlich... Ich kann mich halt nur nicht trennen von legendären Sachen. Also fällt mir sehr, sehr schwer. Dann können wir die hier mittlerweile auch weghauen. So, Gürtel, ja, komm, komm. Dann gehen wir nochmal kurz bei dem Händler vorbei. Auf dem Weg bringe ich mal die eine Rüstung weg. Ach, leveln wollen wir auch noch. Okay, wir leveln nochmal schnell. Was wir nicht alles machen wollen. Aber Leute, seht ihr das? Es lohnt sich richtig, den ganzen Kram einzusammeln. Wir konnten jetzt ohne Probleme unsere Scully, heißt das Scully? Und unseren Runentypi leveln. Okay, Rüstung. Haben wir uns gerade ein bisschen gepimpt. Ich gehe mal wieder auf Angriffsgeschwindigkeit. Warum? Ich stehe halt einfach drauf. So, Stufe 19 und Gaben. Hier war doch irgendwas mit 19, oder? Hier, 19. Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit um. Also ganz ehrlich, Leute, da stellt sich für mich die Frage nicht. Blut im Namen des Rächerschmieds. So, Wutrausch. Erhöht Angriffsgeschwindigkeit um während Zorn. Okay, das ist cool. Naja, ich würde gerne eigentlich noch was Passives haben. Was haben wir hier? Erhöht Gesundheit um ist auch nett. Erhöht Schaden während Zorn. Ja gut, das hatten wir eben schon. Erhöht kritische Trefferquote. Das ist auch sehr, sehr nice. Giftresistenz. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um bei beidhändigen. Ja, okay. Ich glaube, ich gehe hier auf Crit-Trefferquote. Das können wir noch gar nicht. Ja. Das wäre auch interessant. Was haben wir hier? Achso, das. Ich glaube, ich gehe trotzdem hier hin. Erhöht kritische Trefferquote. Das gefällt mir ganz gut. Boom. Blut und Seelen für meinen Herrn Loki. Wir werden langsam Ultra, Leute. Merkt ihr das? Und unsere Waffe leuchtet wieder. Sehr schön. So. Braucht ihr eine neue Rüstung? Dann kommt die weg. Und kommt, die schmeißen wir jetzt auch einfach weg. Warum? Weil ich keine Ahnung habe, ob wir die Runen jemals nochmal da rauskriegen werden. So, den tragen wir. Und wenn wir da jetzt gerade so konsequent sind... Was kann ich für euch tun? Einhändig. Die kann hier auf jeden Fall wegkommen. Zwei. Ich glaube nicht, dass wir die jemals tragen werden, oder? Und wenn... Crit, Quote, Schaden, Schaden, Dunkel, Schaden. Ach, ich kann mich einfach nicht durchringen, es tut mir leid. Ich kann mich nicht durchringen. Ich wollte jetzt einfach sagen, komm, wisst ihr was, wir schmeißen jetzt einfach mal konsequent weg. Aber kann ich nicht. Was bist denn du für einer? So. Was darf es heute sein? Sind das jetzt all die Sachen, die wir verkloppt haben? Sieht so aus, ne? Und hier kann man also auch Rohstoffe handeln. Ach, guck mal. Rohstoffe gegen Gold. Interessant. Okay. Zeige mir das da. Was haben wir denn hier noch Schönes? Abklingzeiten. Oh, ist das... Was? Lebensraub. Ach so, okay. Was gibt er uns hier noch? Lebensraub. Crit. Ich glaube, da sollten wir vielleicht nachher, wenn wir neue Waffen kriegen, sollten wir hier vielleicht nochmal vorbeischauen. Das sind die Sachen, die wir verkauft haben, ne? Glaube schon. Ich glaube, alles, was so ein Sternchen hat, sind die Sachen, die wir verkauft haben. Ich weiß nicht, lohnt sich das? Müssen wir uns die hier einfach alle kaufen? Nicht, dass die nachher weg sind? So meine ich? Kann das sein? Zeige alle. Hier haben wir auch noch sowas. Gott, tragen wir noch viel Gerümpel mit uns rum. Sagt mal was. Kaufe ich den ganzen Kram? Was kostet das überhaupt? Du kostest Gold. Gold haben wir eine ganze Menge und ein bisschen davon. Gold ein bisschen davon, Gold ein bisschen davon.
Ehrlich gesagt, ich habe einfach Schiss, dass die nachher, wenn wir sie brauchen, nicht mehr da sind. Also kaufe ich sie jetzt einfach alle. Ich weiß nicht, ob das Quatsch ist. Kann durchaus sein. Aber ich nehme sie jetzt einfach mal alle mit. Hä? Und dann haben wir auf jeden Fall wieder Runen, wenn wir... Ups, Entschuldigung, wenn wir sie brauchen. Okay, okay. Oh Leute, ich glaube, ich habe schon wieder fast die ganze Folge hier in diesem, in unserem Dörfchen verbracht. Aber ist auch schön hier. Nein, Quatsch, ich wollte eigentlich gar nicht so rumtrödeln, aber naja, ist manchmal halt einfach so. Dann schnell auf den Pfad in die Dunkelheit und los! Oh, seht ihr das da links hier? Ein bisschen wie Gollum, wa? Pfade nach Dwergheim sind weder leicht auszumachen, noch ist es klug, sie zu bereisen. Die Dwerger hassen all jene aus den mit Sonne gesegneten Landen von Midgard, denn Licht bedeutet den sicheren Tod eines Dwergs, da es ihr Fleisch in Stein verwandelt. Die Verlockung der legendären kristallenen Waffen der Dwerger hat bereits vielen Sterblichen den Tod in diesen finsteren Tiefen gebracht. Denn die Dwerger trinken mit Vergnügen das Blut eines jeden Lichtbewohners, der es wagt, ihre Grenzen zu queren. Hat sich gerade im letzten Absatz ihre Stimme verändert? Ich glaube schon, oder? Mal schauen. Schöne Aussichten auf jeden Fall. Ach, wir haben hier wieder Kälte, ne? Okay. Was? Wow. So, was müssen wir machen? Eisenschädel, das klassische. Höhlentrolle und Menhire. Ich habe schon wieder vergessen, was Menhire sind. Gut. Oh, sowas. Oh, die haben Schaden gemacht, war das so? Okay. So, dann schauen wir mal. Ja, ein bisschen was können wir hier auf jeden Fall noch machen. Ich habe leider so viel Zeit in der Dings verplempert. In der, im Dörfchen. Dass wir unsere Folge schon fast wieder am Ende sind. Cool, sind jetzt drei Äxte tatsächlich. Habt ihr das gesehen? Dieser eine Skill, den ich, den wir auf der 2 haben, der wirft jetzt zwei Äxte. Das ist sehr nice. Okay, erstmal zurechtfinden hier unten. Ja, der zündet sich an, das ist schön. Ich weiß nicht, merkt man, dass wir mehr Rüstung haben? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Nice. Der war nice. Oh, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ah, da oben kommt gleich wieder was. Ich wollte sagen, aufpassen wegen kalt und so. Aber da oben haben wir ja schon wieder was. Ja, es wird kalt, ich weiß. Zack, zack. Ein bisschen gucken, er ist wieder so weitläufig hier. Dann macht es doch kaputt. Genau. Und wenn es so dunkel ist, achte ich irgendwie immer so wenig auf meine Umgebung. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie ist so ein bisschen beklemmend, bedrückend, da ist noch so ein Ding. Und deswegen achte ich da irgendwie nicht so ganz. Wow. Aua. Okay, der hat erstmal gut wehgetan, der Blödmann. Naja, zum Glück haben wir unsere Heilung immer mit dabei. Ich gehe mal kurz an die Heizung. Und dann müssen wir demnächst auch mal gucken. Ich bin jetzt einfach nur mal stupide losgerannt. Wo hier was ist? Hallo? Will er nicht. Ja, da ist eine große, dicke Kiste. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Ja, meins. So. Dachte, da kommt jetzt sowas wie Kristall raus, weil wir das ja auch brauchen. So, wieder die epische Musik.
So, dann gucken wir mal ganz kurz auf das Gärtchen. Da sind wir lang und hier gibt es überall Wege, okay. Und hier geht's auch hoch. Wo wollen wir zuerst lang gehen? Gehen wir hier? Ach du großer Gott. Wird eine große Karte, meine lieben Freunde. Wird eine große Karte. Wo wollen wir zuerst lang gehen? Wollen wir hier mal hochgehen oder wollen wir zuerst wieder runter und dann da? Hm. Lasst es mich wissen. Ich bin gespannt, ob wir uns gleich entscheiden, weil ich werde jetzt hier an der Stelle, auch wenn wir viel im Dorf waren, einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge werden wir die Karte hier aufdecken, hoffe ich. Mal schauen, wie groß sie ist. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Showtime. Ciao.